Also im Prinzip sind genau mit dieser einen Pflanze verbunden. GWC am 2. Mai, nee, am 3. Mai. Ja, das ist das zweite. Die Pflanzen blühen kommen am 2. Mai. Hermann Hammerschmidt Straße und trotzdem wird schon wieder alles abgemäht. Zur Schaden der Allgemeinheit. Kosten tragen wahrscheinlich die Anwohner, das weiß ich nicht, ist auch nicht so wichtig. Insektensterben, Artensterben vorantreibend, völlig bekloppt. GWC, Dank. Wir haben den 7.7.2022 in der Stadt Cottbus, Karner Straße. Hier sollen Baumarbeiten stattfinden. Im Hochsommer. Wie töte ich einen Baum, indem ich im Hochsommer verschneide? Dann gucken wir uns die Bäume mal an. Ich frage mich, aus welchen Gründen sollten jetzt Baumarbeiten stattfinden? Und was sehen wir hier an den alten Löchern der Baumarbeiten? Die üblichen Löcher der Pilze. Die Zerstörung des Baumes, also die natürliche Zerstörung des Baumes aufgrund der Arbeiten, die Stadt Cottbus oder GWC in dem Fall, das wäre dann die Wohnungsbaugesellschaft, durchführen lässt. Da ist ein Hundekot und da ist ein Loch, wo der Pilz schon drin ist. Nicht, dass Leute sich beschweren, dass ich sie filme, mal hier auf dem Boden. Ist gerade sehr spannend, ich weiß. Wir sind hier in der Hammerstraße, Hermann-Hammerschmidt-Straße 8 bis 11. So, Bodenbesichtigung. So. Jetzt sind wir an diesem Baum. Auch hier ist kein Verschnitt nötig.